Herzlich willkommen zu meinem Talk über Sepphoris. Mein Name ist Bernd Bauer und ich möchte euch heute ein bisschen etwas über meine Erfahrungen mit Sepphoris erzählen. Kurz über mich. Mein Name ist Bernd Bauer, arbeite derzeit bei der Vision Group, vormals SES Imagotech, seit ca. 1,5 Jahren. Wir produzieren Electronic Shelf Labels, also besser bekannt als digitale Preisschilder, mehr oder weniger. Habe dort angefangen als Linux-Entwickler, als Yocto-Entwickler für unsere Access Points. Bin aber dann jetzt bei anderen Projekten dabei, unter anderem auch für die Firmware, für die Bluetooth-Controller, für die Access Points. Zur Agenda kurz, warum Sepphoris? Wie ich zu Sepphoris gekommen bin, das ist eine längere Geschichte. Da möchte ich kurz einen Einblick übergeben über Sepphoris selbst, die unterstützten Plattformen, was es für Projekte in diesem Umfeld gibt. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist immer das Update-System, also Bootloader und wie man eben so Embedded Devices updaten kann. Ein sehr zentrales Thema bei Sepphoris ist der Device Tree. Und dann machen wir nur kurz Workflow und ein Hello World Beispiel. Ich habe mir da ein bisschen was einfallen lassen. Es ist nicht das einfache Hello World Beispiel, was man eben dann USB ansteckt und über die Konsole Hello World ausgibt, sondern ein bisschen anders. Es kommt auch der Device Tree drin vor, weil das eigentlich für mich sehr, sehr wichtig ist. Warum Sepphoris? Ich habe schon länger Sepphoris auf dem Schirm, ich glaube seit 5, 6 Jahren immer wieder mal. Es geistert so ein bisschen durch die Medien, man hat immer wieder ein bisschen was gelesen. Ich habe dann auch immer wieder mal das ausgecheckt und SDK installiert und wenn man eben das auscheckt und mal was baut, dann eben das Hello World Beispiel. Das Hello World Beispiel in Sepphoris ist das Blinky Beispiel. Das ist eben eine LED blinken zu lassen. Nucleo Board von ST liegt meistens auch irgendwo daheim, angesteckt, geflasht, LED blinkt. Das habe ich quasi so jedes Jahr mal ein bisschen gemacht. Ich hätte mir das sparen können, weil ja das blinke Beispiel vom letzten Mal noch drauf war. Aber ich habe immer wieder ein bisschen drauf geschaut. Und eben mit dem neuen Job jetzt auch möchte ich unser System kurz vorstellen. Also die SES Imagotech macht eben diese elektronischen Shelf Labels, diese Preisschilder. Und das war bis vor kurzem nur ein proprietäres Protokoll im 2,4 GHz Bereich. Wir sind aber jetzt, vor 3 Jahren haben wir ein neues Projekt gestartet mit Bluetooth. Das heißt, diese neuen Labels, das gibt da mittlerweile einen großen Kunden davon, arbeiten eben mit Bluetooth Low Energy. Und eben, wir haben einen neuen Bluetooth-Standard, einen neuen Profil und neue Services im Bluetooth 5.4-Standard definiert mit der SIG. Da gibt es eben das sogenannte PAVR. Es hat dazu heute schon einen Talk gegeben von meinen Arbeitskollegen heute Morgen, wo ein bisschen auf das eingegangen ist. Aber im Grunde schaut es eben so aus, dass das Zeitslot-Verfahren ist, mehr oder weniger, wo diese Labels reinkommen und sie die meiste Zeit eben schlafen und nur aufgeweckt werden, wenn halt wirklich Daten für sie da sind. Das war eben neu im Bluetooth. Und es schaut eben so aus, dass man unseren Access Point haben. Das muss nicht unbedingt von uns produziert sein, es kann ja teilweise ein Third-Party-Access Point sein, wo ein Bluetooth-Chip drauf ist, wo wir die Firmware bereitstellen und unseren Software-Stack drauf läuft und dann die Labels eben in die Cloud kommunizieren. Dieser Bluetooth-Chip ist eben momentan derzeit Nordic-Chip und läuft eben mit Sepphoris. Nordic ist da sehr, sehr gut, also die pushen das Sepphoris-Projekt ziemlich extrem. Was ist jetzt Sepphoris konkret? Sepphoris ist ein Echtzeitbetriebssystem für eben so kleine Devices. Ich glaube, das Minimale ist eben der 32-Bit-Controller, also auf einem Atmel 8-Bit-Käfer funktioniert das leider nicht mehr. Aber trotzdem, der Footprint ist eben sehr, sehr klein, wenn man das eben klein betreiben möchte. Natürlich, wenn man da einen Bluetooth-Stack einlohnt, wird das Ganze ein bisschen größer. Es funktioniert von kleinsten Sensorknoten bis Multicore-Systeme, ist eben hoch konfigurierbar durch das Device-Tree-System und andere Sachen und unterstützt derzeit mehr als 500 Board out of the box. Das heißt, ihr klont das Git-Repository von Sepphoris und ich glaube, alle Nucleo-Boards werden von Haus aus einmal direkt unterstützt. Anstecken, flashen, funktioniert. Zumindest das Blinky-Beispiel. Es gibt da mehr als 180 Sensoren. Angefangen von Temperatursensoren bis über andere Sachen. Es werden LVDS-Displays mittlerweile unterstützt. Und unter anderem jetzt auch Aktuatoren, irgendwelche Motortreiber, sonst irgendwas.
Die Vernetzung ist sehr, sehr groß, auf das legen sie auch sehr, sehr viel Wert, dass eben Bluetooth integriert ist, Bluetooth Low Energy, wobei beim Bluetooth Low Energy sind es derzeit, glaube ich, nur für Bluetooth 5.3 spezifiziert. Wir brauchen 5.4, das heißt, wir verwenden für unsere Produkte ein Nordic Bluetooth Deck im Zephyr. Wi-Fi ist immer so ein Thema, natürlich Ethernet und CAN, und es gibt einen USB-Stack drinnen. Andere Protokolle werden natürlich auch unterstützt, wie HTTP und MQTT. Das Ganze hat eine ziemlich große Community und es stehen extrem viele Firmen dahinter. Also ich möchte ein kleines Beispiel bringen. Ich war letztes Jahr mit meinen Arbeitskollegen in Prag auf der Open Source Summit bzw. auf dem Embedded Linux Kongress. Und es war im Grunde kein Embedded Linux Kongress mehr, es waren mehr die Zephyr-Tage. Zu jedem Halbleiterhersteller, wo man hingegangen ist, hat irgendwo ein Zephyr-Pickel drauf gehabt und die ganzen Talks haben sich auch großteils um Zephyr gedreht. Es waren wirklich namhafte Hersteller da, wie NXP, Nordic war immer da, Texas Instruments, Analog Devices und Scilabs, ganzen großen Hersteller eben. Das Ganze hat eine Open-Source-Lizenz natürlich, ist eine Apache 2.0-Lizenz und ist ein Linux-Foundation-Projekt. Der Link da unten ist sehr, sehr interessant. Das ist eine direkt von Zephyr, von der Zephyr Foundation Übersicht. Ich glaube, es hat fast 60 Seiten oder so. Da kann man, gibt einen viel, viel detaillierteren Einblick, als wie es ich da kann. Also die machen das richtig gut. Natürlich unterstützt es auch mehrere Plattformen. Also ARM natürlich, Intel, RISC-V. Wer kennt dann NIOS 2? Ist auch eine sehr bekannte Architektur. Das ist Soft-Device für Altera FPGAs, glaube ich. Das heißt, man kann da, das ist ein Soft-Device, was man eben in Altera-CPUs einladen kann und dort dann eben das Betriebssystem ausführen als Soft-Device. Boards. Ich habe da ein paar Boards aufgegeben, beispielsweise. Das ist eben da das Altera Max mit einem NIOS 2. Das Toradex Colibri Board ist auch drauf, das ist recht interessant. Das ist eigentlich ein Linux-Board von Toradex. Allerdings hat der IMX7 meines Wissens einen Cortex-M4 Co-Prozessor, den man quasi mit Zephyr bespielen kann. Das heißt, da laufen sozusagen Linux und Zephyr parallel in einem Controller. Der Nordic-Dongle ist auch sehr interessant. Das ist eine Entwicklungsplattform von uns. Also wir haben da tatsächlich mit dem für unseren Access Point teilweise Tests gemacht und entwickelt. Der kommt nachher dann nochmal in einem Beispiel von mir. Er ist sehr, sehr günstig. Also wenn wer mit Bluetooth etwas machen will, kann ich ihm den Dongle da nur empfehlen. Er hat ein Problem, es ist nur die Platine ohne USB-Stecker. Das heißt teilweise, wenn der USB-Port ein bisschen ausgeleert ist, er fällt gerne aus. Es wird jetzt unterstützt der Raspberry Pi Pico. Ich habe seit heute einen. Danke, Nico. Ich habe mich selber noch nicht damit befasst und kenne die Plattform nicht, aber es wird auch sehr, sehr gut sein. Und natürlich der ESP32 wird auch unterstützt. Kennen vielleicht auch einige von euch. QEMU ist natürlich drauf, damit testet Zephyr teilweise selbst eigene Libraries, die es emulieren sozusagen dann in QEMU. Und Akron ist auch dort, kommt dann auf der nächsten Seite, falls das wer kennt. Ich möchte jetzt dann kurz auf ein paar Projekte eingehen. Das eine ist im Projekt Akron. Das ist auch ein Linux Foundation Projekt. Ich habe das auch kennengelernt auf dem Embedded Linux Kongress. Es ist ein Hypervisor, also eine Virtualisierungsplattform. Allerdings das Besondere an dem Ding ist, dass es nicht für Serversysteme gedacht ist, sondern tatsächlich für IoT. Deren eine Entwicklungs- oder Referenzplattform, glaube ich, ist der Intel NUC. Und es schaut eben so aus, dass man eben ganz normal virtuelle Maschinen damit hochfahren kann. Allerdings hat es einen besonderen virtuelle Maschine und ich glaube, das kann man einmal machen. Es hat da hinten eine Realtime-VM, die auch auf die Hardware durchgreifen kann. Das heißt, man kann da als Echtzeit-Plattform mehr oder weniger für IoT und Robotik Zephyr laufen lassen, was auch Projekt Akron als Referenzimplementierung macht. Da gibt es ein YouTube-Video dazu. Und die anderen virtuellen Maschinen können eben Daten berechnen, Daten visualisieren und die eigentliche Arbeit für Robotik und so macht halt das Realtime-Betriebssystem. In dem Fall dann Zephyr. Auch ein sehr, sehr interessantes Projekt, was ich auch auf den Embedded Linux-Tagen kennengelernt habe,
ist Renode, es ist von Ant Micro. Also Ant Micro ist generell eine Firma, die im SEFA-Umfeld sehr, sehr bekannt ist. Die machen zum Beispiel auch, unterstützen Hardwarehersteller wie Scilabs, dass eben ihr System SEFA-tauglich wird. Den gibt man gehört sozusagen und sagt, macht das, ist nicht unsere Hauptkompetenz, macht ihr das. Was ist jetzt Renode? Renode ist ein Open-Source-Projekt und macht nichts anderes, als wie man kann damit sozusagen sein Board, sein Device nachbilden. Und das läuft eben, wird emuliert, simuliert, die CPU, die ganze Hardware, I²C, Buttons, LED, was immer, und wird dort simuliert. Und man kann eben das sozusagen gleich nach seinem Bild dort hochladen und das Binary wird getestet und das Ergebnis wird publiziert auf so einem Dashboard. Also ich bin immer ein großer Fan von so CI-Pipelines, wenn man irgendwo was in der Git eincheckt, dass das automatisch gebaut wird. Das Binary fällt irgendwo raus und geht dann gleich in einen Test. Und 5 Minuten später sieht man auf einem Dashboard ein grünes Hackerl oder eben ein rotes und sieht die Fehlermeldung dazu. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, dass man dort hinkommt und meistens hat man keine Zeit, dass man sowas umsetzt. Es ist wichtig und das muss man hin, aber meistens fehlt halt auch irgendwo die Zeit. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr cooles Projekt und ich habe das dort live gesehen, also es war schon beeindruckend. Es gibt eine Beschreibungssprache, mehr oder weniger, wo man seine Hardware beschreiben kann, I²C-Treiber, was auch immer. Und wenn es keine passende Hardware-Beschreibung dafür gibt, dann kann man sie eben selbst eine schreiben. Ich glaube, es ist geschrieben in .NET C#. Open-Source-Projekt, wie gesagt. So, jetzt zu SEFA selbst. Also das ist einmal grundsätzlich die Architektur. Könnte auch der Linux-Kernel sein. Sehr, sehr ähnlich, sage ich mal. An der obersten Schicht hat man halt die ganzen Connectivity-Stacks wie CAN, Ethernet, Wi-Fi, diese ganzen Geschichten. Darüber steht eben die High-Level-API, wo man halt dann zugreifen kann, eben die ganze TCP-Stack. Teilweise ist POSIX-kompatibel, darum kann man diese SEFA-Applikationen, die man schreibt, teilweise sogar auch unter Linux direkt testen. Darunter kommt eben dann die Low-Level-API von SEFA, wo halt dann die ganze Filesystem und das drinnen ist, darunter der Kernel. Und was aber durchaus interessant ist, ist dann die letzte rosa Schicht da, das ist die Hardware Abstraction Schicht. Und die wird wirklich als Teil von SEFA zwar, aber als externe Module vom Hardwarehersteller selbst gepflegt. Also die verwenden wirklich, wenn man jetzt einen ST-Controller nimmt, den ST-Hall, was sehr, sehr cool ist. Und eben dann, wenn man auf Nordic geht, verwenden den Nordic-Hall. Das wird wieder alles in dieser Präsentation recht schön, was ich vorhin schon gesagt habe, erklärt. Bootloader. SEFA wird auch mit einem Bootloader ausgeliefert. Das ist als eigenes Modul ausgelagert sozusagen. Das ist in dem Fall der MCU-Boot. Es wird derzeit nur dieser Bootloader unterstützt, wobei, wenn man jetzt wirklich scharf drauf ist, glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass man das ja selber schreiben kann. Aber eben sehr, sehr zeitaufwendig, glaube ich. Was ist das Besondere an MCU-Boot? Er unterstützt nicht nur SEFA, sondern arbeitet auch mit NATX oder RiotOS zusammen. Ist ein Secure-Bootloader für 32-Bit-Betriebssysteme, Mikrocontroller und kann eben auch die ganzen Applikationen signieren. Also wenn man jetzt versucht, einen Mikrocontroller abzudaten und das ist mit dem falschen Zertifikat signiert oder mit keinem Zertifikat signiert, dann sagt halt der MCU-Boot, mag ich nicht. Dir vertraue ich nicht. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Wie schaut das aus? Also man bekommt tatsächlich dann, schalten wir die nächste Folie. MCU-Boot schaut eben so aus, dass es eben zwei Systeme gibt, wie man updaten kann. Zum einen gibt es eben das auf der linken Seite, wo eben nur eine Applikation und der Bootloader ist. Das Problem bei dem ganzen Geschicht ist, man muss, damit man in das Update-System reinkommt, den Bootloader starten. Also man muss ein Reset machen von einem Controller, man muss einen Pin-Load ziehen oder eine gewisse Zeit warten, was der Bootloader, und dann kann man über serielle Leitung zum Beispiel die Daten umschirmen und der Bootloader flasht die Applikation. Das ist allerdings nicht immer möglich. Ich komme auf der nächsten Seite dann dazu, warum das so ist. Das Ganze ist halt auch nicht praktikabel, sage ich mal, wenn man über Bluetooth-Updates machen will. Also wenn man Over-the-Air-Updates machen will,
weil der ganze Bluetooth-Stack passt natürlich nicht in den Bootloader rein. Dann gibt es eben auch das andere, das AB-System. Man hat sozusagen den Bootloader ganz unten und zwei Partitionen, den Flash eben in zwei Partitionen aufgeteilt. Und das eigentliche Update-System befindet sich eben in der primären Applikation, das ist der grüne Bereich. Und der flasht dann sozusagen den roten Bereich. Es kommt ein Update her, der Flash wird beschrieben in den roten Bereich und dann muss ein Reset passieren, damit man in den Bootloader kommt. Und der Reset macht nichts anderes, als wie, dass er diese zwei Partitionen tauscht. Nachher dann kann man dann noch immer entscheiden, ob das jetzt ein valides Update war, das kann man confirmen sozusagen, ob das passt oder nicht. Andernfalls macht man nur ein Reset und der tauscht die zwei wieder zurück. Also das funktioniert sehr gut. Der Link da unten ist zu einem Nordic Talk, der was vor ein paar Wochen stattgefunden hat, wo genau das Beispiel da zum Beispiel gebracht wird. Ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen umsetzen müssen, und zwar mit diesem Nordic-Chip da oben. Die erste Variante ist für mich nicht in Frage gekommen, weil wenn man den Nordic-Dongle jetzt einsteckt, hat man nur USB. Ich habe keine Möglichkeit, dass ich da irgendwie einen Pin trigger oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ein AB-System gemacht, da sieht man eben den Device-Tree, die Partitionierung sozusagen von Slot A und Slot B und dem Bootloader. Hinten ist nur eine Datenpartition, die was nicht unbedingt nötig ist. Aber das eigentlich Coole, was dann gemacht worden ist, was ich gemacht habe, ist eben der andere Teil drüben, wo der USB-Teil definiert ist. Und zwar habe ich mir zwei Devices gemacht. Zwei CDC-ACM UART-Devices. Das heißt, sobald man diesen Stick einsteckt, bekomme ich zwei virtuelle Comports. Der eine Comport arbeitet sozusagen normal mit unserem HCI-Bluetooth zusammen und der andere ist sozusagen nur fürs Update zuständig. Und über dem zweiten fahre ich dann sozusagen Kommandos wie, ich schicke da jetzt Update drüber oder mach bitte ein Reset. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass das, also ich habe nachgedacht und habe mir gedacht, wie kann ich das am besten lösen. Bin dann zu dieser Lösung gekommen und dann habe ich so überlegt und habe mir gedacht, das wird sicher schwierig zum Umsetzen. Tatsächlich war es aber fast nicht mehr, als wie dies zu machen, plus eben MCU-Boot einzuschalten in der Konfiguration. Also das war sehr, sehr einfach zum Umsetzen. Zum Device-Tree. Also das waren ja jetzt da schon Auszüge aus dem Device-Tree, was man da gesehen hat. Kurze Frage, wer kennt Device-Tree, wer hat damit schon gearbeitet? Okay, die wenigsten. Device-Tree ist nichts anderes als wie eine Hardware-Beschreibung von dem Board, was ich habe. Auf Intel-PCs ist das meistens nicht nötig, weil da habe ich eben ein BIOS, das, was man das sagt, oder eben in heutiger Zeit UEFI. Allerdings bei so Embedded-Devices weiß ja die CPU grundsätzlich nicht, wie meine Hardware ausschaut. Dann, beispielsweise ist immer so das Beispiel, wenn man ARM-CPU hat, dann habe ich da die ARM-CPU selber und habe verschiedene Hardware-Blöcke, I2C, UART, was auch immer. Die sind meistens memory-mapped auf irgendeine Adresse. Und das ist aber herstellerspezifisch. Sprich, bei Nordic kann das ganz andere Speicheradresse sein als wie bei NXP oder sonst irgendwas. Oder ich kann zum Beispiel auch fünf von diesen haben. Der Device, die gibt mir jetzt die Möglichkeit, dass ich eben diese Konfiguration in einer Art Baum konfiguriere. Das Ganze haben sie eingeführt damals beim Linux-Kernel. Wird aber derzeit auch von mehreren Projekten verwendet. Eben U-Boot, Bearbox, das sind eben zwei Linux-Loader für Embedded-Systeme. Und eben auch für Cypher. Bei Linux schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Da gibt es tatsächlich ein DTO-File, was sozusagen der Device-Tree in ein Binary kompiliert wird. Und der U-Boot oder der Bearbox lädt dieses Binary zusätzlich zum Kernel. Das heißt, der Kernel bekommt eine Adresse, wo deine Konfiguration liegt. Bei Cypher ist das ein bisschen anders. Die Möglichkeit gibt es dort nicht. Das wird dort auch mit reinkompiliert. Und der Device-Tree wird im Grunde generiert in einer H-Datei, wo Sie eben dann diese Treiber konfigurieren können. Es gibt unter Cypher auch Device-Tree-Overlays, die haben allerdings auch nichts zu tun mit diesen Device-Tree-Overlays, das ihr kennt vielleicht vom Raspberry Pi, sondern das sind Projekt-Overlays. Komme ich später dazu. Device-Tree schaut eben so aus, gibt es gewisse Beispiele, habe ich die Nummer. In dem Fall ist das ein Auszug aus einem ARM Cortex-M4F. Die CPU wird da konfiguriert, dieser Compatible String weist ihm in dem Fall dann den Compiler an, okay, meine CPU, meine Zielplattform ist ein Cortex-M4,
mein Memory, mein RAM liegt eben auf dieser Speicheradresse. Da drüben habe ich eben den Device-Tree für mein Nucleo-Board. Da gibt es eben diesen Chosen-Block, wo eben drinnen steht, okay, meine UART2 ist meine Konsole, wo ich ausschreibe. Mein Flash 0 ist eben mein Flash, wo die Applikation selber ausgeführt wird. Und da unten ist eben ein Beispiel für ein UART in einem SD-Controller. Da gibt es wieder einen Compatible String und der verweist in dem Fall tatsächlich auf Drivers Serial UART STM32. Das ist im Cepher drinnen, eben der Driver für den STM32, für die UART. Und dieser Block konfiguriert mehr oder weniger den Driver. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Let's start, Go West, heißt die Folie. Warum heißt das so? Ich habe dann, wer kann sich an das Lied erinnern, Go West von den Pet Shop Boys, 1993. Ich habe nachgeschaut auf YouTube, habe mir das Video angeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist 30 Jahre her. Die Folie heißt deswegen so, weil Cepher Bildsystem verwendet, so wie Yocto zum Beispiel, Bitbake, verwendet eben Cepher West. Das heißt so. Ist ein Python-Tool, muss man eben installieren, mit pip install west. Es wird sogar auf der Cepher Homepage empfohlen, wenn man mit mehreren Python-Installationen zum Arbeiten hat, Python 3, verschiedene Versionen, sollte man ein Python Virtual Env verwenden. So, dann mal das, der Download und die Installation von Cepher. Als erstes muss man mal das SDK runterladen. Das sind 1,1 GB in der letzten Version, glaube ich. Also da geht man dann einmal auf den ersten Kaffee, während man das runterlädt. Dann muss man das entpacken. Das sind dann 6,6 GB. Warum ist das so groß? Weil da drinnen für alle Plattformen, die derzeit unterstützt werden, C-Compiler drin sind. Es gibt einzeln zum Runterladen auch, also einen ARM, dass man einen ARM-Compiler runterladen oder eben für Intel. Allerdings ist das, erschwert es dann die Installation ein bisschen. Da muss man mit Environment-Variablen dann arbeiten und bla bla bla. Ich habe das halt einfach gemacht, bin auf meinen zweiten Kaffee gegangen. Als nächstes muss man dann noch die Abhängigkeiten installieren. West arbeitet im Hintergrund mit CMake. Das heißt, man muss CMake installieren, dann muss man einen Device-Tree-Compiler, das ist der DTC, Python und Git muss man natürlich installiert haben. Der nächste Schritt ist dann ein West-Init. Wenn man West-Init so aufruft, dann macht es nichts anderes, als wie dass ein Verzeichnis erstellt mit Cepher, wo halt .west-Verzeichnis drin ist, wo man dann die Konfiguration sozusagen für West dann ist. Man geht dann ins Verzeichnis ein und macht ein West-Update und dieser klont dann alle Repositories, das Cepher-Repository, die Bootloader-Repository, das Modules-Verzeichnis, wo eben die ganzen Hals drinnen sind und dann sind das der dritte und fünfte Kaffee, wo man geht, weil das sind dann nur 5 GB, was man da runterlädt. Das Ganze ist sehr, sehr gut dokumentiert und dieser initiale Schritt wird eben in docs.cepherproject.org sehr gut beschrieben. Da ist auch die ganze Dokumentation drin, also die Cepher-Dokumentation ist tatsächlich sehr, sehr gut. Was habe ich gemacht? Ich habe für euch oder für diesen Talk im Endeffekt jetzt ein eigenes Workspace definiert. Den habe ich bei mir auf GitHub hochgeladen. Man kann bei West-Init auch einen eigenen Workspace anlegen mit klonbar jetzt von meiner GitHub-Adresse. Sage ich euch dann gleich, wo hier drinnen steht, wo mein Beispiel bei Example dann drinnen ist und meine Board-Definition und alles andere. Und das wird dann geklont. Man wechselt wieder ins Verzeichnis und macht ein West-Update, dann wird das Ganze wieder in der richtigen Version runtergeklont. Es gibt dann in meinem Workspace eine West.yaml, wo drinnen steht, bitte klone mir die letzte stabile Cepher-Version. Ich glaube, im Februar ist die Version 2.6 rausgekommen. 3.6, Entschuldigung. Das ist die letzte stabile Version. Und mit diesem Befehl westbuild-b nucleo 400fre Bildverzeichnis und das Beispiel, was ich eben da angebe, baut man eben das Ganze. Da wird dann ein Verzeichnis erstellt, das heißt Bild Nucleo 400FRE LCD Display und da drinnen werden dann die ganzen Binaries und so abgelegt. Als nächstes steckt man sein Nucleo Board das erste Mal an mit USB und ruft West Flash mit diesem Verzeichnis auf. Und West weiß dann im Endeffekt genau, okay, ich habe ein Nucleo Board in dem Fall, und muss das flashen.
Wenn ich jetzt ein Nordic Board angesteckt habe, geht dieser Befehl auch. Allerdings müssen andere Programme im Hintergrund installiert werden. Für SD hat ein ST-Link direkt auf den Boards drauf, sieht man dann gleich. Braucht eben OpenOCD, muss man installiert haben, beziehungsweise für Nordic muss man eben ein NRF-JPROC installiert haben. Die Binary muss West finden, sonst funktioniert das Westflash nicht. So schaut jetzt mal mein Workspace aus, ist relativ trivial. Es gibt eben da diese West.yaml, wo eben da auf der Seite drinnen steht. Das schaut so aus, das ist eine Manifestdatei und da drinnen wird eben festgelegt, lade mir das Cepha-Projekt in der Version 3.6.0 runter. Und mit Import True klone alle noch zusätzlich benötigten Module mit. Ich bin immer für so ein eigenes Repository, weil erstens einmal kann man da drin tun, was man will. Das ist nicht mein Git-Repo, wo ich nichts zum Suchen habe, sage ich mal. Und es macht dann für meiner Meinung nach das Update immer leichter, wenn man ein eigenes Repository hat, wo man eben arbeiten kann. Ich brauche nicht andere Git-Module kontaminieren, weil wenn ich jetzt im Cepha-Verzeichnis selbst arbeite, meine Patches reintue, meine Commits mache und ich will dann ein Update machen auf Cepha, auf die letzte Version, muss ich mal mühsam eben mergen oder eben zurückgehen und meine Patches auszuziehen, bla bla bla. Ich habe keine Merge-Konflikte. Und es ist ja jetzt nicht so sonderlich der Aufwand, so ein Workspace zu machen. Es ist relativ einfach. Man braucht nur eine Handvoll Dateien und ein paar Ordner erstellen. Man muss immer cmake-lists.txt braucht man, AK-Config, die West.yaml, das Cepha-Verzeichnis und der Großteil dieser Dateien ist im Grunde leer. Für das Beispiel jetzt. Natürlich kann man da was rein tun, man kann das komplex machen, Ende nie. Wozu? Gut, ich habe euch ein Hello World-Programm versprochen. Das ist unsere Target-Plattform im Endeffekt. Das ist ein Nucleo-Board, was ich eben daheim liegen habe. Das ist ein ARM Cortex M4 mit 512 KB Flash, 128 KB RAM, bis zu 81 IOs, je nach Ausprägung, je nach Package. Da oben ist ein Bild vom Arduino-Connector, wo eben die Pins definiert sind, was die können, was die machen. Bei dem Nucleo-Board ist es immer noch recht interessant. Die haben oben dieser schmale Streifen vor diesen Löchern, ist im Endeffekt der ST-Link. Das heißt, es ist die Hardware zum Flashen von den Dingen. Man kann die runterbrechen und im eigene Projekt verwenden. Ja. Ich habe ein LCD-Display verwendet, weil das habe ich einmal, keine Ahnung, das ist bei einer Bestellung mal mitgegangen bei Amazon oder AliExpress. Ich habe 5 von den Dingen daheim liegen. Aber ich dachte, ich mache mit denen was. Diese LCD-Displays sind relativ einfach zum Ansprechen. Es oder paralleles Interface mit 8 Datenleitungen, wobei es gibt einen 4-Bit-Modus, wo man eben 4 Bits benötigt, plus ein paar Steuerleitungen, um das anzusprechen. Die ursprüngliche Hersteller war Hitachi und der Treiber ist in Cepha mit integriert. Das heißt, es gibt für diese AUX-Displays tatsächlich einen Treiber in Cepha, wo man relativ einfach was ausgeben kann. Das ist der Device Tree, das heißt, ich muss in meinem. Ich gehe da nochmal zurück, Moment. In meiner Board-Definition da herinnen habe ich einen Nucleo 400F Array Overlay-Datei, das ist eben genau diese Datei, was ich da jetzt anzeige. Im eigentlichen Cepha gibt es schon ein Device Tree für dieses Nucleo-Board, aber was ich jetzt gemacht habe, ich habe sozusagen zusätzlich Hardware hinzugefügt und muss diese Hardware natürlich im Device Tree konfigurieren. Die einzelnen Parameter sind eben die einzelnen GPIO-Pins, auf die da verwiesen wird. Der Databus GPIOs sind eben 4 Datenbits sind mit 0 angegeben, die restlichen mit irgendwelchen GPIOs. Oben kommen nur Columns und Rows, das heißt, das ist ein 20 Spalten LCD-Displays mit 4 Zeilen und einem 4-Bit-Datenmodus. Also ich verwende nicht die 8-Bit-Datenmodus, sondern nur einen 4-Bit. Der Compatible String ist wieder, damit der Device Tree mit dem Treiber matcht. Damit er weiß, okay, er muss diesen Treiber verwenden. Wenn man genau hinschaut auf dieses LCD-Display, dann sieht man da, dass diese kleine Platine hinten drauf sitzt, weil es macht meiner Meinung nach nicht immer recht viel Sinn, wenn man so ein paralleles Display hat, wo man fast 10 oder 12 Datenleitungen verwendet
um ein Display zu treiben. Das heißt, da verwendet man schon mal extrem viel GPIOs, einfach nur um das Display anzusteuern. Daher gibt es da hinten drauf diese kleine Platine. Das ist nichts anderes als wie IQ3C IO Port Expander. Wird auch nativ von Zephyr unterstützt. Das ist eben ein PCF, hau mich dort irgendwas von NXP, ist eben ein IQ3C-Device, was hinten nur parallel ausgibt und vorn an Serial Clock und Serial Data Leitungen hat. In der Standardeinstellung, glaube ich, läuft das Ding auf IQ3C Adresse 0x21, hat aber eben auch Adresspins, damit man das verändern kann. Ich mag die Dinge recht gern, weil man eben eine einfache Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, die GPIO-Pins zu erweitern, wenn man jetzt keine zeitkritischen Anwendungen hat und man kann sich das über IQ3C, die Zeitverzögerung, leisten, dann ist das eine sehr, sehr billige Möglichkeit. Das Coole an den Dingen ist großteils auch, sie haben eine Interrupt-Leitung, das heißt, man kann sie auch als Interrupt-Source verwenden. Das heißt, wenn sich ein Pin ändert, kann ich tatsächlich im Controller sagen, im Betriebssystem, das wird ein Interrupt getriggert. Gut, jetzt habe ich zwei unterschiedliche Devices. Das eine ist immer ein IQ3C-Device und das andere ist ein paralleles Device. Dieser HD44780-Treiber ist tatsächlich ein paralleler Treiber. Also das ist im Treiber so programmiert, dass man mehr oder weniger direkt auf die Pins geht. Es hat Mühe, aber dass das über das IQ3C geht. Und das ist jetzt das absolute K.O.-Kriterium für mich, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist cool. Weil ich kann jetzt diese zwei Dinge mit dem Device-Tree verheiraten. Schaut dann so aus. Also ich habe da wieder mein AUX-Display oben definiert mit meinen GPIOs. Und das Coole daran ist aber jetzt, ich habe da unten eben meinen Handle, das ist das und IQ3C1 und lege da drinnen meinen GPIO-Port-Expander an. Und den da mit diesem GPIO Port Expander kann ich das Display-Pins verheiraten, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe jetzt aus einem parallelen Treiber das so gemacht, ohne dass ich eine Zeile Code geschrieben habe oder ohne dass ich einen Treiber geändert habe, serialisiert, mehr oder weniger. Und das war für mich eigentlich dann das. Vielleicht geht das mit anderen Echtzeitbetriebssystemen auch, ich weiß nicht, ich habe nur das Beispiel gesehen und habe mir gedacht, boah, cool. Die Software selber dahinter schaut dann relativ einfach aus. Es gibt dann in jedem Beispiel oder in jedem Programm von Zephyr muss es ein Projekt.config geben. Das ist in dem Fall auch sehr, sehr einfach gehalten, weil es gibt dann GPIO, muss ich aktivieren, diesen IQ3C-Controller und das AUX-Display. Das ist sozusagen die Konfiguration, dass diese Module mitgebaut werden. Dann gibt es eine CMake-List, also das CMake-File, wo aber eigentlich nur drinnen steht, okay, ich habe eine einzelne C-Funktion. Wenn ich jetzt mehrere C-Funktionen oder C-Dateien hätte, muss ich eben die da mit angeben. Und dann ist das eigentliche Programm selber. Ich habe da ein bisschen was ausgekürzt. Das heißt, in meinem Git-Repository ist da mehr drin, da ist eine Fehlerbehandlung drin, da werden Return-Codes gecheckt. Ich habe es nur für die Folien jetzt ein bisschen gekürzt. Im Endeffekt, das, was dann nun wichtig ist, ist diese Funktion, also diese Zeile, wo dann sozusagen, wo ich mir aus dem Device-Tree mit Device-DT-Get, mit Node-Nabel, mit diesem AUX-Display 0, das ist genau dieser String, wie im Device-Tree drinnen steht, das Device hole ich da im Endeffekt, das ist die Hintergrundbeleuchtung auf 1 setze, den Cursor einschalte, da bastelt immer mein Hello World String zusammen und dann schreibe ich mit AUX-Display-Write diesen Datenstring mehr oder weniger aufs Display raus. Mehr ist es nicht, also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und es funktioniert. Und das ist eigentlich das, was für mich das sehr, sehr cool gemacht hat, dieses Zusammenspiel mit Konfiguration und Device-Tree. Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat letztens einmal gesagt, der hat sich mit Zephyr befasst und hat gesagt, eigentlich war er ein bisschen enttäuscht, weil er hat sehr, sehr wenig C geschrieben, das hat ihm aber Spaß gemacht, das war mehr Konfigurieren als viel Programmieren. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Zephyr die Nonplusultra-Lösung ist für alle Projekte. Man muss immer, wenn man so ein Projekt angeht, abwägen, was für Hardware habe ich, passt die Hardware zu meiner Software. Ich glaube, das ist ein Evaluierungsprozess.
Aber wenn auch was im Einsatz ist oder sonst irgendwas, man sollte immer ein bisschen über den Tellerrand schauen. Danke. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Device-Träger, ja. Fehlerbehandlung. Wenn du verweist auf irgendwas anderes und du verdurst dich da, was passiert denn dann? Das ist tatsächlich eins der Probleme beim Device-Träger. Wie gesagt, ich bin beim Device-Träger sehr, sehr begeistert. Allerdings, wenn man jetzt da wirklich, vor allem bei Strings, so wie beim Compatible String, da einen Fehler macht, der Device-Träger-Compiler frisst den Fehler. Also wenn das String nicht matcht mit dem Treiber, dann funktioniert es einfach nicht. Nie, ich sag nicht nie. Ich bin schon 2 Stunden einmal gesessen. Also ich habe da tatsächlich schon mal einen Fehler gesucht. Das ist tatsächlich was, was verbesserungswürdig wäre, aber momentan halt keine Lösung gibt. Im Kernel gibt es normalerweise für die Device-Tree Beschreibungen und man kann normalerweise mit dem Compiler dagegen prüfen, ob der Device-Tree dem entspricht, was eigentlich vorgegeben ist. Also die YAML-Files, die man im Kernel kennt, die DT-Bindings, also die würden normalerweise ein Linting erlauben. Also ich weiß nicht, ob das in CFA der Fall ist, aber auf jeden Fall in Embedded Linux ist. Guter Punkt, danke, kenne ich nicht, muss ich mir tatsächlich einmal anschauen. Weitere Fragen? Ich wollte nur wissen, ob der Kollege vom Linux-Kernel gesprochen hat. Danke. Da hinten, glaube ich, war... Danke für den Vortrag. Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nie wirklich damit befasst und für mich hört es sich so an, als ob das eine sehr steile Lernkurve wäre. Was würdest du sagen, kommt man da, wenn man sich damit befasst, eher schnell rein und findet sich dann schnell zurecht oder ist das eher was ein bisschen langwierig ist, wo man auch vielleicht ein bisschen dabei bleiben muss, um es dann wirklich vollständig zu durchblicken? Du hast recht, dadurch, dass man so viel machen kann, so viel konfigurieren kann, also der Lernaufwand ist tatsächlich sehr, sehr steil, meiner Meinung nach. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Yocto, wenn man Linux baut. Es ist nicht trivial, es gibt viel Fallstricke, aber wie gesagt, ich glaube, der Lernaufwand ist wert. Okay, alles klar, danke. Also, wie der Kollege gesagt hat, danke für den Vortrag. Ja. Und auf mich hat das gewirkt, als könnte man relativ schnell mit so vorhandenen Eval-Boards zu was kommen. Wie schwierig ist es, eigene Plattformen dann dorthin zu portieren? Guter Punkt, danke. Das hätte ich fast vergessen. Moment, ich suche kurz die Folie. Eigene Boards ist relativ... Das ist wieder was relativ einfach ist. Man nimmt halt ein bestehendes Board, wo man einen SD-Controller hat. Okay. Meistens hat man als Entwicklungsplattform mehr ein Nucleo-Board oder eben was anderes. Man kopiert das in seinen eigenen Workspace ein. Da gibt es eben ein Boards-Verzeichnis, wo man eben dann Strukturen machen kann, wie man es unter Linux kennt. Macht man einen ARM-Ordner und dann einen Namen für sein eigenes Board. Da tut man dann den Device-Tree rein, was man eben vom SD kopiert hat. Schmeißt alles raus, was man nicht braucht und tut das hinzu, was man eben braucht. Und die Konfiguration ebenso und schon hat man ein eigenes Board laufen. Weil die Applikationen sollten ja tatsächlich so geschrieben sein. Darum habe ich da eine zweite Board-Definition herinnen. Ich habe ein NRF52DK, also ein Nordic-Dev-Kit mehr oder weniger. Auch mit diesem Display-Treiber ausgestattet und habe das dann eben gegen dieses Board konfiguriert. Habe dann das Display an das Nordic DevKit angesteckt und die Applikation geflasht und alles ist gegangen. Also das ist, die Portierbarkeit ist tatsächlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr hoch. Das ist auch was meiner Meinung nach extrem leicht und gut geht.
Wie schaut es mit Features in Zephyr aus, mit so Sachen wie DMA und performancekritische Sachen und die Kompatibilität zwischen die einzelnen, Hardware, also CPU oder Mikrocontroller-Familien? Muss ich gestehen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausgemessen oder habe ich auch noch keine Erfahrungen damit. Dasselbe zum Beispiel, ein wichtiges Thema für so kleine Käfer ist ja immer Power Consumption und Schlafverhalten. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr anwendungsspezifisch und das muss man sich im Detail anschauen. Also da wird es sicher keine Out-of-the-Box-Lösung geben. Aber ich glaube, das ist bei anderen Systemen nicht anders. Da muss man Bare Metal schreiben, wenn du sagst, okay, du willst da effizient sein. Kannst du es mit Zephyr einfach machen, dass du segmentierten Arbeitsspeicher fährst im Mikrocontroller? Also dass du sagst, dass quasi gewisse Zugriffsbereiche nur für gewisse Module freigibst? Es gibt sogar so, dass Zephyr MPU hat, also Memory Protection Unit Unterstützung. Wenn das jetzt das ist, was du fragst, aber du kannst, also wenn es die Hardware unterstützt, auf jeden Fall. Ob man es jetzt dezidiert machen kann, softwaretechnisch, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man einfach im Device-Tree sagt, ich teile den Speicher in zwei Hälften oder eben in gewisse Größen und arbeite damit anders. Hat noch jemand eine Frage? Habe ich das jetzt dann schon richtig verstanden, dass das erwartet, dass es permanent rennt? Also alles, was mit in Richtung dann Schlafen gehen von der CPU geht, ist schwierig. Nein, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, wenn das so umgekommen ist. Das muss man sich im Detail anschauen. Es werden die Treiber auch unterstützt mit Sleep-Funktionen und auch mit Aufwachfunktionen, wie man es vom Linux-Kernel ist. Allerdings habe ich keine Erfahrungen, wie das genau funktioniert und wie das gemacht ist. Das Einzige, was ich damit sagen will, ich habe in Prag letztes Jahr, wie wir waren, auf dem Embedded Linux-Kongress, dann mit einem geredet und er hat gesagt, so Power Consumption und Stromsparen, das muss man sich immer sehr spezifisch anschauen und eventuell Teil nachbessern, Betreiber, dass das eben dann so funktioniert, wie man es haben will. Es funktioniert schon, aber teilweise, wenn du Bare Metal programmierst, bist du effizienter oder du musst im Aufwand betreiben, dass das genauso effizient wird. Was sind die Vorteile, wenn man jetzt einen vergleicht mit FreeRTOS bis auf den Device-Tree? Also Device-Tree ist klar ein Vorteil, aber was sind andere Vorteile, die du mit Zephyr hast oder andere Nachteile? Naja, FreeRTOS zum Beispiel ist ja meiner Meinung nach, ich habe mir FreeRTOS auch mal angeschaut und da gibt es eben sowas wie Treiberunterstützung eben gar nicht oder dass man eben den, alles mit Treiber wird eben, anders gesagt, FreeRTOS ist ja eigentlich nur ein Scheduler. So wie ich das von der Zeit damals kenne. Und da ist eben die ganze Treiber mit drinnen. Es werden 180 verschiedene Treiber unterstützt, out of the box. Es ist eben die ganzen Ortsunterstützung von 500 Ports, verschiedene Devices von Haus aus mit drinnen. Und FreeRTOS ist ja im Grunde nur der Scheduler, so wie ich das in Erinnerung habe. Also und eine Möglichkeit, dass man IPC macht zwischen den Threads. Wie ist der Support in Zephyr für Multi-Mikrocontroller, also für Mikrocontroller, die mehr als einen Core haben? Entschuldigung. Habe ich auch keine Erfahrungen. Ich habe bei mir am Schreibtisch ein Nordic Board liegen, was eben einen Cortex A hat und einen Präprozessor Cortex M, die was miteinander agieren können. Das kann Zephyr, es baut auch diese zwei Dinge, allerdings habe ich keine Erfahrung, wie das genau funktioniert. Grundsätzlich ist der Zephyr-Kernel Multicore-fähig. Also das waren schon fast mehr Fragen, als wie der Vortrag lang war. Danke.